Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von SmackDown. Here comes the pain. Ich bin Joshua und falls ihr euch wundert, letzte Woche gab es keinen Kommentar, weil gestern gab es keinen Kommentar, weil mein Mikrofon war nicht angeschaltet. Ja, das klingt dumm, aber ich denke mir, nachträglich aufnehmen bringt es auch nicht. Deshalb schaut es euch einfach so an. Also habt ihr ja wahrscheinlich schon. Ja, das war keine Absicht. Ich werde auch nochmal vielleicht noch eine Ansage für vorher aufnehmen, aber ich werde nicht das ganze Video nochmal kommentieren. Ups. Da habe ich zu viel Luft eingeatmet. So. Wir sind beim nächsten Match hier. Dexadas 94 gegen Ultimo Dragon. Keine Ahnung warum. Aber wenn wir gewinnen, bekommen wir 1000 Dollar. Und es ist mal wieder ein ganz normales Match. Legen wir direkt los. Mit Rey Mysterio, der hat auch gerade irgendwie einen bösen Blick drauf, irgendwie so ein bisschen freaky. Ja komm, das Intro haben wir schon gesehen von dem. Und ja, also es tut mir echt leid, ich habe mich so gefreut, weil ich mag diese Hell in a Cell Matches. Hab ja auch übel viel gezeigt und so. Und jetzt ist kein Kommentar da, das ist relativ scheiße. Aber, naja, wird schon irgendwie... Ich habe gerade die Aufnahmen beenden gesehen, scheiße. Na gut, so, um einen Finisher zu zeigen. Okay. Ja doch, ich wollte nur noch mal sicher gehen, weil man ja fünf Smackdown-Slots da frei hat. Und ja gut. Ja, es sind fünf. Nicht, dass man da jetzt irgendwie, dass man noch einen richtigen Finish hat, wenn man die 5 Smackdown-Slots komplett gefüllt hat. Aber nein, so ist es wohl nicht. So, die Musik ist da und mein Kommentar diesmal auch. Also das tut mir echt leid. Nochmal, ich komme da nicht klar drauf, aber egal. So, ja, erstmal ein Big Boot gegen den Ultimo Dragon. Jetzt mal ein bisschen Party. Nee, gut, das bringt eh nichts. Und daneben gesprungen, wie sich das gehört. Au! Haha! Da war gerade irgendwie Tritte an Tritten vorbei. Ah Mann, jetzt habe ich mich so gefreut. Ah, egal. Oh, der ist ja richtig weit geflogen gerade. Ah, immer dieser Sprung daneben. Ach shit, jetzt bekomme ich hier mal einen Backbreaker ab oder was wird das? Ja. Obwohl war er... Ich weiß nicht, was es war. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Schreibt es in die Kommentare. Und, ah, shit. Ah, natürlich. Ah, ich glaube, ich habe mir einen leichten Vorteil verschafft, dadurch, dass ich den so schwer gemacht habe. Der ist halt riesengroß und deshalb auch entsprechend schwer, ne? Boah. Und wieder mal ein kleiner Tanzmove für die Fans. Für die Ladies natürlich. Okay, der hier ist eigentlich für die Ladies, aber der ist leider viel zu lang. Außer man wirft jemand vom Käfig runter. Ich finde immer cool, wenn die einen Sprungmove machen. Weil man muss einfach nur ein Stück nach hinten gehen. Und Suplex. Und Suplex. Okay, also ich habe in zwei Richtungen Suplex eingestellt. Scheinbar. Und ich habe ein Signature. Da geht sogar sofort die Musik aus. Bam! Super Kick ins Gesicht. So, die heilige Dreifaltigkeit der Tanzmoves. Alle hintereinander ausgeführt. Jetzt fehlt nur noch der Top-Move, aber der wird nix. Dafür muss man schon vom Käfig fallen. Hier rennt er mir voll in die Faust. Und ein schöner Big Boot. Ich bin ein Hühnchen. So, ja, gucken wir mal, was wir hier noch so drauf haben. Ne? Mal wieder ein paar Headlock ansetzen.
Auf den Kopf gehen wir ja eh verstärkt irgendwie. Und jetzt auch auf den Körper. Sehr gut. Und machen wir mal einen Flying Headbutt. Diving Headbutt. Und der hat auch gesessen. Und Schläge ins Gesicht. Wie gesagt, auf den Kopf gehen wir verstärkt. Und yay! Und der Pin. 1, 2. Kickout. Und ein Dropkick. Und gucken wir mal hier nochmal schön ins Bein fallen lassen und ein bisschen greifen. Ich glaube, bald ist es soweit. Dann können wir den Electric Chair Drop zeigen. Jetzt nämlich. Hier, perfekt, oder? Und jetzt ein Pin dahinter und 1, 2, oh, oh. Kickout nach 1, hä? Das hättest du gern. Irgendwie, mein Finisher, der finisht nie. Das ist, müssen wir was überlegen. So, den Chicken Wing Move machen wir. Und ah, Mist. Irgendwie, ich hatte im Gedächtnis, ich hätte mir auch mal einen Pile Driver als Move eingestellt, aber ich weiß nicht als welchen. Ich glaube, wenn ich hier mal ein Match so beende, dass ich im Speicherbildschirm enden kann, dann gucke ich das mal nach. Ich habe bis jetzt seit der ersten neuen Aufnahme vor 5 Parts oder so habe ich nicht mehr das Spiel ausgeschaltet, weil einfach ich immer so mittendrin aufgehört habe. Ja, letzte Woche gerade mitten im Match. Komm raus. So, ich will jetzt nämlich mal was ausprobieren. Oh, da blutet er. Ah, jetzt habe ich leider die Blutsequenz übersprungen. Ja, Ring-Out-Count gibt's wohl nicht. So, bleib liegen. Au! Mist, da ist er schon wieder raus. Schade. Komm rein. Und jetzt gibt's einen Head Scissor. Eine Kopfschere. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Ich warte, bis er wieder aufsteht. Ah. Bleib liegen. Und jetzt steh auf. Und da ist er. Oh, dem läuft das Blut über den Mund. Bam. Und ich denke mal... Ah. Ich hatte gehofft, das war es jetzt. Aber nein, das ist es jetzt. 1, 2... Ah, oh, schon wieder ein Kickout. Die Matches werden immer länger, habe ich das Gefühl. Ah, Mist. Ach Gott. Nee, nee, den brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Guck mal, was das hier macht. Ah, guck mal hier.
1, 2, 3, 4. Ach, guck mal, wie die Fans abgehen. Er fällt mir jetzt erst auf. Es sind aber weniger Fans als Stühle da. Naja. Ja, hoch, wen habe ich denn da ausgenockt? Ja, reden kann er trotzdem noch. Kann er auch pinnen? Ne, da ist er ausgeschaltet. Gut. Wollte ich jetzt nur mal testen. Also dieser Ultimo Dragon, ne? Der bekommt es von mir auch immer so richtig, ne? Chicken Wings. Was ist eigentlich der Unterschied, ob der Balken jetzt blau oder rot ist? Oder wird der immer nach einer gewissen Zeit rot? So, one, two, schon wieder ein Kickout. Gut, dass ich 500 Kilo wiege und mich keiner hochheben kann. Ich heb dafür jeden hoch. Suplex, Suplex. Eins, zwei und keine Schlägerei. So, das wird damit der dritte Electric Chair FWD. Und hoffentlich der letzte. Ah. Oh, Aufgabegriff mitten im Ring. Ging aber nicht. Und jetzt eins. Und der kickt schon wieder aus. Ich glaube, der Kerl, der mag Schmerzen. Da, anders kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Ich prügel hier die ganze Zeit auf den einen und der gibt nicht auf. Belly to Belly Suplex. Und ein Pin. Jetzt hab ich's aber. Nee, immer. Ich dachte jetzt. Ich weiß echt nicht, was mit dem Kerl abgeht. Cross Arm Breaker. Ja, wieder den Ref getroffen. Und wieder ein Belly-to-Belly. Und eine Suplex. Ich glaube, da war ich ein bisschen faul, was Suplexer angeht. Die habe ich ja überall. Und du bist ein feiges Hühnchen, yeah. Hohoho. Das war aber ein harter Schulterblock von dem kleinen Kerl hier. Und ihr wisst, was das heißt. Ha, damit habe ich euch verarscht, ne? Weil, wenn man so lange, wenn nichts klappt, dann gibt es noch einen Superkick, der dem das Blut aus dem Maul spritzen lässt. Und wieder Rope Break. Na super. Ach Gott. 14 Minuten haben wir schon. Und noch kein Ende in Sicht. Und da habe ich wohl mein Handy auf Vibration. Egal. So. Backbreaker und Pin. Eins, jetzt hab ich's aber. Zwei und drei.
Ding, ding, ding. So, Superstar Points, die kommen auf deine Popularität an. Und es lädt. Normalerweise darf ich doch jetzt aussuchen, ob ich taunten, angreifen oder chillen will. King, schau, wer es ist. Ah, hier kommt der Mann selbst. Er sieht noch böser aus als normal. The Player, du hast das ganze Potenzial der Welt. Du machst hier einen Namen für dich in der WWE und ich bin wirklich froh für dich. Aber du bist immer noch nicht der beste Wrestler, den die Industrie je gesehen hat. Also, ich will dir helfen, das Icon der Industrie zu werden. Du kannst der Beste sein, der jemals da war, und ich kann dich ins nächste Plateau befördern. Gib ihm die Hand. Ich will ihm die Hand geben. Weh, ich darf das jetzt nicht aussuchen, der sagt einfach nein. Ah. So, The Player hat gerade die Hand geschüttelt mit dem sinisteren Vince McMahon. Ja, ich bin ein Arschloch. Das war eine kluge Entscheidung. Ich hätte dasselbe gemacht. Du kannst Vince McMahon nicht trauen. Dies könnte ein... Ruthless ist... ich weiß, was es heißt, egal. And vicious combination. Right there. So. Müsst ihr im Übersetzer nachgucken. Kennt ihr das, wenn man was übersetzen will und es einfach nicht drauf hat? Naja. Und... Die Ruthless Aggression Ära ist es ja auch. Ja, mir fällt es aber nicht mehr ein. Egal. So, und es lädt. Now Lording. Und, ach, wer ist denn das? Der gute Tess? Hey, The Player. Nächsten Monat ist da ein Event in Manchester. Hast du Bock, da mitzumachen? Jo, komm, geh mal auf die UK-Tour. Ich sehe. Das sollte ein erfolgreiches Event werden. So, ein Superstar Point, 7 Experience und 1000 Dollar. Okay. So, und jetzt sollten wir in den Speicherbildschirm kommen. Genau, und dann speichere ich jetzt hier, während ich mir Abmoderation mache. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dieser Part des Let's Plays hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch da. Und lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Und ja, wenn ihr außerdem mehr von uns hören wollt und alles, dann abonniert uns doch noch auf Facebook und Twitter, also folgen, liken, was auch immer. Da bekommt ihr immer Updates von uns zu allem Möglichen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es dann weitergeht in Montreal, Quebec, Kanada. Bis dann, bleibt dran und tschüss, euer Josh.